Könnt ihr den sehen? Ja, wunderbar. Ja. Okay, wunderbar. Ich sehe sogar witzigerweise an der Seite euch auch. Und damit kann ich meine Folie nicht ganz sehen. Ah, aber auf dem Handy kann ich sie sehen. Ja, prima. Ich möchte ein bisschen was über SeedForce erzählen und was sich da so getan hat. Denn das ist ja etwas, was ich in den vergangenen Jahren auch schon erzählt habe. SeedForce Interactive ist das Neue. Also das SeedForce, was wir das letzte Mal gesehen haben, ist jetzt erweitert worden, so dass man es auch wie ein interaktives Force-System benutzen kann. Und ja, was möchte ich erzählen? Also nochmal kurz erzählen, was ist die neue Synthese und was ist eigentlich die Idee dahinter? Dann nochmal kurz in Erinnerung rufen, was mal der erste Ansatz gewesen ist, Preforce nämlich, mit dem man so Force-artige Sprachen definieren kann und welche Probleme dann letztendlich daraus erwachsen sind. Und dann ist eben SeedForce tatsächlich entstanden, was die Probleme, die wir hatten, nämlich sowas wie Doppeldefinitionen, einmal im Target Compiler, einmal im tatsächlichen System, versucht eben weitgehend zu vermeiden. Und dann möchte ich was über SeedForce Interactive erzählen und die Experimente, die ich dann damit gemacht habe. Also ich habe ganz viele Dinge hineingeguckt und Veröffentlichungen angeguckt und auch nochmal alte Streams angeguckt von Silicon Valley Force Meetings von der FIC Group dort und alte Vorträge von Charles Moore angehört und ähnliches und darauf basierend auch Experimente gemacht, auch Begründungen versucht zu finden und ähnliches. Eine Demo werde ich jetzt nicht machen, weil wir nämlich heute Abend noch einen Workshop haben und da können wir dann das SeedForce in Aktion sehen und das SeedForce Interactive in Aktion sehen und in den Source Code gucken und ähnliche Dinge. Genau, und schließlich dann mit einer Zusammenfassung. Ja, die neue Synthese ist ein Projekt, was ich mit Andrew Reed seit ein paar Jahren verfolge und wir wollen eben tatsächlich die Grundprinzipien von Force verstehen und damit lassen wir kein Stein auf dem anderen, sondern wir nehmen uns das vor, was Force ist, versuchen das auseinanderzunehmen und zu zerlegen. Oft ist nämlich die Erfahrung, dass ganz viele Konzepte wunderbar aufeinander abgestimmt sind und in Kombination eigentlich doch relativ kompliziert zu verstehen sind und in Kombination aber gut wirken. Und die Idee ist eben, die Sachen auseinanderzunehmen, zu zerlegen, im Einzelnen anzugucken, bei jedem zu fragen, warum brauchen wir das und welche Notwendigkeiten hat das denn eigentlich? Und dann vielleicht neu zusammenzusetzen, um irgendwas Schönes zu bekommen. Die Idee ist eben, eine Basis für ein neues Force zu haben, was sowohl für kleinste Embedded Systems funktioniert, als auch dann eben groß sein kann und alle möglichen Dinge unterstützen kann. Okay, da habe ich ja auch viel drüber erzählt, und ich will da jetzt gar nicht im Einzelnen durchgehen, aber wir sind so dabei, dass wir eben sagen, wir wollen möglichst viel in Force ausdrücken und möglichst wenig in irgendwelchen anderen Notationen und auf dem Wege habe ich eben auch den Inner Interpreter mal in High-Level Force definiert oder wir haben uns angeguckt, wie man eigentlich nur mit Stacks und ohne Speicher auskommen kann und trotzdem mit Strings arbeiten kann, dadurch, dass man so String-Stacks benutzt, wo der Count und die Characters alle auf dem Stack liegen. Da habe ich auch auf der Force-Tagung erzählt. Und dann habe ich auch mit Recognizer-artigen, sage ich mal, Auto-Interpreter experimentiert und geguckt. Dann habe ich vor 2 Jahren eben Preforce, Simple Force und Force vorgestellt, also Preforce genommen und damit eine Force-artige Sprache gemacht und dann die schrittweise erweitert, so dass man irgendwann ein interaktives Force hatte. Das war aber letztendlich nicht so der richtige Weg, weil klar kann man machen, aber die richtigen Erkenntnisse waren eben nicht da. Und dann ist SeedForce entstanden, da habe ich im letzten Jahr drüber erzählt. Und die neuen Entwicklungen kommen eben heute. Und Euroforce, letztes Jahr habe ich über Projectional Editing erzählt, weil das ist quasi
in dem Seitenstrang, wenn man sich anguckt, was ist Force eigentlich, dann ist es World Stacks und Blocks und Projection Editing geht mehr in diesen Blocks-Strang und da gibt es eine aktuelle weitere Forschung, aber schon erste Ideen, was man so machen kann. Wobei halt, wir werden nachher auch lustige andere Dinge, die so in Richtung Projection Editing gehen, sehen. Ja, die Idee ist eben, Force überall, soweit das möglich ist, irgendeine minimale Basis braucht man sicherlich, um zumindest die Dinge lauffähig zu bekommen. Und wir haben eben keine Force-Maschinen, auf deren Basis wir da substanziell arbeiten können. Wenn wir sie haben, dann kann man das natürlich auch machen und inspiriert sind die Arbeiten natürlich auch immer durch die Arbeiten, die bei Novix oder von Charles bei Patrick Scientific in Shaboom oder ähnliches gemacht sind. Da gucken wir immer auch ganz gut hin. Die Idee ist eben, ein System zu machen, das sich selber bootstrappen kann, Force überall und nicht jetzt großartig andere Werkzeuge verwendet. Denn damit ist quasi alles mit Force erklärt und man braucht die Notationen und die Ideen eben nicht wechseln, um zu verstehen, was da los ist. Die Idee ist eben, alles in Force vorzuliegen zu haben, damit man das ansehen kann, damit man es verstehen kann und damit nichts versteckt ist, sondern alles ist im Prinzip offen und man kann das nehmen und abändern, wenn man das braucht. Und wenn es klein ist, dann ist es erstmal auch gut zu verstehen und das ist dann letztendlich unser Ziel. Möglichst auf die Suche nach der Einfachheit, ne? Also Keep it simple ist sicherlich da eine wichtige Sache. Oder the basic principle, ne, von zwei Lösungen ist die einfachere, immer die bessere. Und wir schauen nicht nur in die Technik, sondern wir schauen auch in andere Bereiche hinein, in die Analogie zur Biologie zum Beispiel, neben eben den physischen, physikalischen und den technischen Dingen. Und heute werden wir eben sehen, dass Seed Force eben auch vielleicht Begriffe aus der Botanik einfach mal nimmt, damit man sehen kann, was da funktioniert. Wir wollen die Sachen eben auseinandernehmen und wieder anders zusammensetzen. Das ist die Idee. Und deswegen trägt das immer auch den Zug einer Baustelle im Moment, weil Dinge sind dann da, man kann sie anders machen. Und wenn man dann aber weiß, wie man sie anders machen kann, dann muss man das vielleicht gar nicht ausführen. Weil im Prinzip erstmal die Erkenntnisse das Wesentliche, was man da haben will. Gut, Preforce vor 2 Jahren vorgestellt, da will ich gar nicht groß drauf eingehen, sondern einfach nur sagen, na, ein sich selbst generierendes System, klein, völlig transparent und einfach zu verstehen. Preforce kann seinen eigenen Source-Code nehmen und dann seinen eigenen Objektcode daraus erzeugen. Insofern ist das eine schöne Sache, um eben diesem Ziel näher zu kommen, weil Preforce eben ja, auf den ersten Blick mal aussieht wie Force, es ist aber sehr eingeschränkt, aber zum Schreiben eines Kernels ist das eben dann doch ganz vernünftig. Man muss das aber nicht benutzen. Andrew zum Beispiel hat eine 64-Bit-Variante von dem Seedforce, was wir gleich sehen werden, programmiert und der hat gesagt, nee, das mit dem Preforce ist ihm irgendwie doch nicht geheuer und der hat das einfach in Assembler programmiert und hat dann den 64-Bit-Intel-Assembler benutzt, um das auszudrücken. Kann man machen. Ich finde das mal angenehmer, wenn ich Force schreibe und dann generiert das mir den Assembler-Code. Aber ja, da gehen die Geschmäcker vielleicht ein bisschen auseinander. Gut, Preforce ist eben ganz wenig und wir haben ja jede Menge Dinge rausgestrichen aus dem, was Standard-Force ist und alles weggelassen, was da irgendwie so geht. Klar, ne, create das und Zahlenkonvertierung und catch and throw und immediate ist vielleicht noch verschmerzbar, aber wir haben auch keine Kontrollstrukturen. Es gibt nur einen bedingten Unterprogrammrücksprung, also question exit und es gibt Rekursion, damit man Schleifen machen kann. Also question exit ist im Prinzip ein bedingter Sprung ans Ende eines Wortes und die Rekursion ist ein unbedingter Sprung an den Anfang eines Wortes. Und da muss man eben richtig faktorisieren. Also letztendlich muss man die Basic Blocks, die man zum Springen hat, dem muss man Namen geben und dann kann man da hinhüpfen. Es gibt eine Tail-Call-Optimierung, wenn man also Angst hat, dass der Return-Stack überläuft, dann darf man auch ab und an mal Tail-Wort schreiben, um zu sagen, an dieser Stelle wäre jetzt ein Sprung echt was Gutes.
aber muss man nicht unbedingt. Und man kann Kolon-Definitionen machen, aber weil es keinen Speicher gibt, deswegen gibt es eben auch keine Variable Constants oder ähnliches. Wir haben auch keinen Input-Stream. Wir lesen im Prinzip direkt eine Eingabe und ja, laufen dann eben entsprechend unsere Worte ab. Ole, nimmst du Fragen aus dem Stream entgegen oder lieber nachher? Ja, klar. Nee, klar. Die Frage ist, wie baut man if-else, denn wenn man nur bedingtes Return hat? Das ist knifflig. Man muss tatsächlich, wenn ich eine if-else-then-Struktur habe, dann habe ich ja einen Bedingungsteil, ich habe einen Konsequenzteil und einen alternativen Teil. Und ich muss tatsächlich mehrere Definitionen machen, um diese zu haben. Und im Zweifel muss ich sogar das Flag negieren und dann nochmal einen Conditional Exit in der anderen Richtung machen, um dann die Teile richtig zu erreichen. Das ist eine relativ komplizierte Übung, aber in dem Preforce Compiler selber taucht das, glaube ich, an einer Stelle auf oder so. Also das ist da jetzt kein Problem. Für den Bootstrap erstmal kein Problem und für andere Force-Systeme, die man dann damit schreiben will, natürlich wird das irgendwie ein Problem. Deswegen ist in dieser Entwicklung Preforce, Simple Force, Force, da ist das Simple Force dann ja gekommen und hat eben auch Kontrollstrukturen mit abgeliefert. Aber wir gehen ja sowieso einen anderen Weg. Wir wollen ja mit dem Preforce das Seed Force definieren und das hat das dann auch alles. Ein Wort noch zu den Speicher. Hört sich irgendwie komisch an. Wir wollen eben einen Compiler machen und haben aber gar keinen Speicher, wo wir Strings abspeichern können. Hört sich erstmal schwierig an, braucht man aber nicht, weil man die Strings eben alle auf den Stack tun kann. Ja, das ist zwar nicht besonders schön, schnell und effizient, sage ich mal, aber wenn man sich daran gewöhnt hat und die richtigen Worte hat, dann kann man damit ganz gut arbeiten. Man kann also die typischen Stack-Operatoren auf Strings eben auch haben. Swap und Over auf diesen Strings und dann bewegt man zwar ganz viele Stack-Elemente eigentlich, weil sich Länge und Zeichen bewegt, aber das funktioniert ganz gut. Gut, da habe ich das eben schon gesagt und ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir haben Character Literals, das hat sich eigentlich als sehr angenehm herausgestellt, damit man nicht immer die ASCII-Codes nachgucken muss. Das ist aber eine gewisse Form von syntaktischem Zucker, den man dann da irgendwie hat. So, also Question Exit und Rekursion als Kontrollstrukturen und Ifs and Else ist schon eben ein bisschen aufwendiger und Zahlen haben wir nur Dezimalzahlen, ne? Ein- und Ausgabe. So. Gut, ja, so. Was wir da beobachtet haben, wenn wir eben jetzt das Preforce benutzt haben und daraus versucht haben, ein eigenes interaktives System draus zu bauen, dann muss man eben doch den Dinge wieder doppelt definieren. Also, und das ist so ein Effekt, der unangenehm ist eigentlich, weil man möchte eigentlich sagen, dies ist die Essenz, meine Header sehen so aus, meine Kontrollstrukturen sehen so aus. Und mein Outer Interpreter sieht eben so aus und ich möchte den nicht einmal im Target Compiler definieren und irgendwie gleich, aber dann doch anders im später benutzten Force-System haben. Und was macht man da? Also da an der Stelle hat sich eben rausgestellt, dieser Weg über Simple Force und zu Force, der ist eigentlich nicht gut, fühlt sich nicht richtig an, weil man Dinge doppelt redundant und eben erklären muss. Und wenn man was ändern will, dann muss man es immer an beiden Stellen ändern. Und das ist lästig. So. Und dann irgendwann hat der Andrew gesagt, können wir nicht einen Force machen, wo es gar keine Namen gibt, wo die Namen einfach nur Zahlen sind. Und irgendwie hat es bei mir dann Klick gemacht und da habe ich gesagt, okay, ja, das können wir natürlich. Wir können ja auch nicht Source Code verarbeiten, sondern tokenisierten Source Code. Da sind gar keine Namen drin, da sind die Namen vielleicht schon durch Zahlen ersetzt. Ja, und das vereinfacht die Basis nochmal enorm. Wir kriegen eben ein ziemlich kleines, im Moment erstmal nicht interaktives Force-System heraus, das sich aber einfach durch
Laden von tokenisiertem Source Code zu einem Fork-System erweitern lässt. So, ne? Und ich kann Colon-Definitionen machen und damit kann ich das eben hinbekommen. Colon-Definitionen sind erstmal gut, weil ich will sowieso alles in Force ausdrücken und dann kann ich das eben machen. So, und dann soll das eben irgendwie zu einem interaktiven Force-System erweitert werden. Und ja, es akzeptiert eben Source Code in Byte-Token-Form. Das ist auch keine neue Erfindung und insofern bleiben wir uns da dieser New Synthesis-Idee treu. Tokenisierten Source Code, das hat Open Firmware auch schon gemacht. Und wir schauen gerne in alte Dinge, was andere gemacht haben und wenn wir merken, das ist eigentlich gut, dann benutzen wir das und verwenden das für unsere Zwecke. Es gibt im Moment ein Seedforce für Intel 32-Bit und für 64-Bit als Varianten. Die Intel-Geschichte sollte unter Linux und unter macOS laufen. Genau, ja, genau. Unter Windows habe ich es nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie groß der Aufwand da ist. Im Linux-Subsystem für Windows geht das aber sicherlich auch. Okay. So, und hier haben wir mal eine Übersicht, wie das eigentlich funktioniert. Und dieses Bild, das liest man am besten von unten. Unten haben wir Hardware und das Betriebssystem, was da vielleicht da ist. Und dann gibt es eben das Beet, das Seed-Force-Beet, in dem die Saat, die Force-Saat eingepflanzt ist. Und irgendwie erzeugen wir uns dieses Seed-Force-Beet. Das ist also Objektcode, eben in 32 oder 64 mit Intel im Moment, aber der Portierungsaufwand, weil das Ganze so klein ist, auf irgendeine neue Plattform, ist, glaube ich, mit Lesen des Assembler-Handbuchs und Portieren des Seed-Force-Beets ist eine Sache von einem halben Tag, wenn man das machen möchte. So, also na, sagen wir mal einen Tag, wenn man die Architektur schon kennt, vielleicht einen halben Tag, weil man muss das im Prinzip nur hinschreiben, was man haben will in der Notation der Plattform, die da relevant ist. Was man jetzt bei dem Beet machen kann, da ist eben so eine Saat drin und man kann das eben füttern. Ne? Man kann das düngen und man kann da irgendwie Dinge, man kann das gießen und kann eben hoffen, dass diese Saat eben wächst. Also übertragen jetzt auf Programme. Wir füttern dieses Seed-Force-Beet mit tokenisiertem Source-Code und erweitern das eben immer weiter und immer weiter und immer weiter, bis wir eine Anwendung haben. Ja, und diese Anwendung läuft dann einfach ab. Und wenn wir aber merken, oder was wir eben machen können als eine dieser Anwendungen, ist eben das interaktive Force-System, was wir da draufladen können. Dann können wir die Dinge der Anwendung, aber auch die Dinge des Seed-Force-Beets einfach benutzen und interaktiv ausprobieren. Das macht die Entwicklung dann anders natürlich. So. Erstmal habe ich aber Source Code für meine Anwendung und ich brauche ja dann den tokenisierten Source Code. Und deswegen gibt es einen Tokenizer, der eben textbasierten Source Code nimmt und tokenisierten Source Code produziert. Und das sehen wir uns auch gleich an, wie das so funktioniert. Und so habe ich also textbasierten Source Code auch für das interaktive Force-System, was ja eine Anwendung ist. Und dann tokenisiert man das, lädt das in das Seed-Force-Bed hinein und bekommt eben das interaktive System. Der Speicherverbrauch ist ziemlich klein von dem Seed-Force-Bed, von dem Beet. 2 Kilobyte Intel 386-Code, was ja 32-Bit-Code ist und das ist ein Moment, von der Idee her ist es indirect threaded, die 64-Bit-Variante ist token threaded Code, aber die Zellen sind eben schon 32-Bit breit, deswegen scheint uns ja persönlich 2 Kilobyte noch relativ groß für so einen kleinen Kern, aus dem alles kommt. Aber schon die Hälfte ist zum Beispiel die Tabelle, die Token, die Funktionsnamen, Nummern in entsprechende Einsprungadressen umsetzt. Also da ist irgendwie nicht so richtig viel sonst an Code da. Gut, schauen wir mal,
auch darüber habe ich ja das vor einem Jahr schon mal erzählt, so wie das im Moment eben gemacht ist, gibt es eben auf dem Host den Tokenizer, das heißt, ich habe Source Code, den ich in dem Texteditor schreibe, im Massenspeicher verwaltet der mir dann natürlich, meine Files sind natürlich im Betriebssystem und und im Prinzip auch die Verwaltung des Dictionaries erfolgt eben da. Das Seedforce selber hat eben einen Compiler und einen Interpreter, der in der Lage ist, eben diesen tokenisierten Quellcode zu lesen und zu bearbeiten. Das heißt, auf dem Verbindungsstrich zwischen dem Host und dem Target, da laufen eben tokenisierter Source Code entlang und wird eben von dem Target genommen, kompiliert, interpretiert oder ausgeführt und dient dann eben dazu, das Seedforce zu erweitern. Man kann den Tokenizer einfach als intelligenten Editor sehen und eine Idee, die immer in meinem Kopf auch noch hin und her läuft, ist, man könnte auch ein Emacs-List-Programm schreiben, das einfach in dem Moment, wo ich das File abspeichere, mir den tokenisierten Source-Code auf die Platte schreibt und dann kann ich den direkt verwenden. Im Moment ist es so, dass es ein GeForce-Programm gibt, das das durchführt. In Seedforce ist das so, dass das heute eben erstmal zeitlich nacheinander abläuft. Das heißt, ich habe den Source-Code, den speichere ich ab, dann wird er tokenisiert und dann füttere ich den tokenisierten Source-Code in das Seedforce hinein. Aber Andrew hat gerade letzte Woche in seiner Variante eine verwobene Form gemacht, wo immer eine Zeile eingelesen wird, tokenisiert wird und dem Seedforce-System übergeben wird. Und das dann eben direkt darauf reagieren kann. Und dann hat man schon auf einmal auch ganz schnell ein interaktives System, eine sehr interessante Idee, die da eben passiert. Gut, so, hier nochmal ein bisschen was zu dem Modell. Im Prinzip gibt es im Seedforce eben unsere bekannten beiden Stacks und es gibt Speicher, in dem sowohl Daten als auch Colon-Definitionen abgelegt werden, diverse Pointer, die schreiben und dann gibt es eben einen Bereich, der quasi das Seedforce-Dictionary ist. Und das ist jetzt eben kein Dictionary im klassischen Sinne mehr, was Wortnamen enthält und Verweise auf den Anfang der Worte als Einsprungadressen, sondern Identifikatoren, die Namen von Worten sind einfach nur Zahlen. Also sie sind durchnummeriert, die Worte sozusagen, und damit ist eben das Dictionary nur noch ein Array mit Anfangsadressen, die Wortindizes auf die Anfangsadressen der Worte abbildet und wird eben ein bestimmtes Token mit einer bestimmten Nummer gelesen und man möchte gerne wissen, wo liegt das denn jetzt im Speicher eigentlich, dann kann man eben über über die Headers-Tabelle dann eben dort hineinkommen. So, also das ist so die Idee, Namen der Worte sind eben nur Zahlen, das ist so die Idee dahinter. Dann habe ich alte Vorträge von Charles Moore gehört, insbesondere seinen Vortrag auf dem Silicon Valley Force Interest Group Meeting 1999 und dort hat er neben vielen anderen spannenden Dingen auch über das ICE-Konzept gesprochen und ICE steht eben im Englischen für Interpret, Compile, Execute, also interpretieren, übersetzen und ausführen. Und in Deutsch ist das eben nicht so ein schönes Akronym, UE oder so. Deswegen bleiben wir einfach bei ICE. Und das ist eine spannende Eigenschaft. Oh, und da ist einmal Force unter den Tisch gefallen, eine Spracheigenschaft von Force, Lisp und von Python zum Beispiel auch, dass ich nämlich Definitionen von Funktionen oder von Worten mischen kann mit dem Ausführen von Worten und eben auch einfach zwischendurch mal ein bisschen was interpretieren kann in eine arithmetische Formel oder in Force eben irgendwas an Dingen auf den Stack tun kann und dort eben auch Worte ausführen kann, die da laufen. Also ich definiere ein Wort, dann wird es übersetzt. Ich kann Worte aufrufen. Und wenn ich das mache, dann habe ich vorher Argumente auf dem Stack gelegt, die sind aber durch Interpretation dahin gekommen und das Wort wird schließlich ausgeführt. Und ich kann in Force und auch in diesen anderen Sprachen, kann ich das mischen beliebig. Also ich kann
kompilieren und dann kann ich plötzlich mal so ein bisschen interpretieren, eckige Klammer auf, und dann kann ich das wieder ausschalten und kann eben diese Dinge machen, ja, beliebig miteinander verweben. Und das ist eine große Stärke, aber möglicherweise eben auch eine Herausforderung, das dann alles richtig zu machen. So, habe ich ein Wort ausgeführt, dann hat das einen Wert oder macht einen Seiteneffekt. Und dieses Resultat, das Ergebnis, das kann ich sofort im Rest des Programms weiterverwenden. Und das ist anders, als wir das so zum Beispiel in C haben. So, ne? Und da habe ich kompiliere das erst und dann kann ich das ausführen. Und es gibt zwar den Präprozessor, aber der läuft eben auch zeitlich davor. Ich kann das nicht so miteinander vermischen. Oder auch solche Sprachen, moderneren Sprachen wie Go oder so. Die können sowas eben einfach nicht. Ja, und das ist toll, weil ich kann auch Worte zur Ausführungszeit oder zur Übersetzungszeit eines anderen Wortes kann ich ausführen und dann können die Code erzeugen. Und das ist der Schlüssel, wie eben Compiling Words funktionieren. Die werden eben während der Kompilation eines anderen Wortes ausgeführt und machen da irgendwie tolle Dinge. Und das kann man in C eben nicht. So, und deswegen so. Als Beispiel, na, wir haben hier die klassische Definition des Wortes erase, das einen Speicherbereich löschen kann. Und wenn ich diese Definition mache, dann wird die kompiliert, ist dann verfügbar und kann dann in der nächsten Zeile des Programms eben auch verwendet werden oder ein Stückchen später. Ich darf ein bisschen was interpretieren, ich kann mir irgendwelche Konstanten anlegen, dann kann ich die mir Speicher reservieren und dann darf ich die gerade eben definierte Funktion ausführen. Sie wird sofort auch da ausgeführt. Also da haben wir eben mal ein Beispiel, interpret, compile, execute. So, wenn das also so ein wichtiges Konzept ist, dass Charles Moore das explizit erwähnt und sagt, das ist super toll und ich auch der Meinung bin, das gibt es eben in vielen anderen Programmiersprachen nicht, in anderen schon, aber in vielen auch nicht, dann ist es etwas, was wir in Seedforce eben auch gerne haben wollen. Und das ist der Grund, warum Seedforce eben auch einen Interpreter und einen Compiler hat. Und man kann zwischen dem Interpreter und dem Compiler hin und her wechseln und kann eben, Tokens, die Source Code Tokens, die ankommen, kann die eben auch tatsächlich ausführen und kann sie eben auch kompilieren. Und der Interpreter ist eben letztendlich eine Schleife, die nimmt ein Token entgegen, was dort in dem tokenisierten Source Code ankommt und führt das Ding aus und macht das in der Endlosschleife. Eventuell ist es so, dass der Compiler als Token, und wenn man da oben guckt, dann sieht man hier jetzt in der Nummerierung, die wir da haben, Hex 22 ist das Wort Compiler selber. Wenn das Token 22 kommt, dann wird der Compiler aufgerufen, rekursiv. Und der macht das jetzt ein bisschen anders. Der nimmt das Token entgegen und kompiliert es in der Endlosschleife. Aber diese Endlosschleife kann man dadurch verlassen, dass man beisagt und dann wieder in den Interpreter zurückfällt. So. Also das ist die Idee. Damit kann ich also in Seedforce auch zwischen Kompilation und Interpretation hin und her wechseln und ich kann das ICE-Konzept einfach dort auch realisieren. So. Wir wollen ein bisschen uns den Tokenizer angucken. Ich habe eben angefangen mit einem eher Machine-Force-orientierten Tokenizer zu arbeiten und das heißt, man hat nicht Kolon und Semikolon, sondern man hat dieses Apostroph, Kolon und Semikolon, Apostroph als Definitionsanfang und Endezeichen und man muss Literals explizit kennzeichnen, das heißt, in dem Moment, wo ich etwas auf den Seedforce-Stack legen will, dann muss ich eben das Literal erstmal produzieren und dann muss ich explizit sagen, ja, und das soll jetzt bitte in den auf den Seedforce-Stack und dann hat das den Effekt, dass man immer diese Hash-Zeichen dazwischen schreiben muss. Oben wird eben interpretiert, dann wird 1 plus kompiliert und dann wird unten eben auch interpretiert und dann wird 1 plus ausgeführt. Also auch hier sieht man ICE in Aktion. Und der Tokenizer, also wenn das Programm später abläuft, der Tokenizer nimmt dieses Programm und tokenisiert das eben entsprechend. Da will ich gar nicht unbedingt ins Detail gehen, wie das so funktioniert. Wir sehen auch, dass innerhalb von Kolon-Definitionen man nicht einfach nur den Hash benutzen muss, sondern Hash-Komma, weil das irgendwie doch eine andere Aktion macht. Da muss so ein Lit
kompiliert werden. Und also das ist so ein bisschen anders. Und das ist eine Quelle von stetigen Fehlern gewesen. Das ist ja das Copy- und Paste-Prinzip, was auch anderweitig diskutiert wird. Das ist hier total durchbrochen gewesen. Man konnte aus Standard-Source-Code nicht in Seed-Force kopieren, weil das alles anders aussieht. Und man konnte auch in Seed-Force nicht von außerhalb von Definitionen zu innerhalb von Definitionen und umgekehrt kopieren. Und das ist eine ziemlich lästige Angelegenheit gewesen, wo immer wieder kleine Flüchtigkeitsfehler reingerutscht sind. Und ja, das hat dann irgendwann dazu geführt, dass das anders sein musste. Also wenn man dieses Programm tokenisiert hat und man stopft das in das Seedforce hinein, dann macht es halt das, was das Programm sagt. Inhaltlich ist das irgendwie alles immer das Gleiche. Letztendlich, auch wenn ich ein Force-Programm so ein einfaches schreibe, dann aber ist das eben sehr ähnlich inhaltlich, aber von der Syntax war es eben dann doch ganz anders. Und deswegen gab es dann irgendwann die Idee, wir machen einen zweiten Tokenizer, der ein bisschen komplizierter ist als der erste, aber dafür hilft, und ein Computer soll einem ja auch helfen, soll einem das ja nicht schwer machen. Und ja, die Idee war eben einmal Apostroph, Kolon und Semikolon, Apostroph loszuwerden und dann doch lieber Kolon und Semikolon zu schreiben und dann diese Nummernzeichen wegzumachen. Und dafür musste er so ein bisschen mehr wissen, nämlich wann wird eigentlich kompiliert und wann wird interpretiert, muss der Tokenizer auch schon wissen und macht das dann aber. Und das heißt also, man kann das weglassen und schreibt eben Kolon, Semikolon und die Literale einfach so, wie wir sie kennen, dahin und dann funktioniert das Ganze. Gut, bleiben wir da noch einmal. Genau, dann funktioniert das Ganze. Von der Tokenisierungsidee ist das eigentlich ganz und gar dasselbe. Da passiert eigentlich nichts weiter. Außer dass der erste Tokenizer, der war noch so, dass er nur Byte-Literals verarbeiten konnte. Und der Tokenizer 2, der kann auch große Zahlen behandeln und bricht die dann auf in entsprechende Folgen von kleineren Zahlen und Operationen. Man muss da eine Gratwanderung gehen, wann wird es zu einem Target-Compiler und wann ist es einfach ein Programm, wo man sagt, das kann ja so ein Editor auch noch machen. So, also Kontext oder so soll auf alle Fälle nicht da sein. Und es wird der Source Code genommen und es wird eben entsprechende Tokens erzeugt. Das ist so die Idee. Gut, und das Seedforce wächst und dann haben wir eben angefangen, Applikationsprogramme für das Seedforce eben tatsächlich zu machen. Und eins der ersten Dinge war, eine dynamische Speicherverwaltung zu machen. Denn was wir immer vorhatten, war Kolon-Definitionen und auch Header nicht einfach mit einer Bump-Allokation im Dictionary zu allokieren, sondern dynamischen Speicher zu holen, damit man sowas wie temporäre Definitionen machen kann oder temporäre Header machen kann und ähnliches. Und für das Erzeugen der Header ist in dem Seedforce auch eine einheitliche Schnittstelle da, wo eben nicht Allocate und Resize oder Allot direkt benutzt werden, sondern einfach Zwischenworte. Und man kann dann einfach sagen, ah ja, übrigens, Header werden im klassischen Dictionary erzeugt oder Header werden im dynamischen Speicher erzeugt. Ja, das ist also nett und das hat sich ja ganz gut bewahrheitet als gute Möglichkeit. Man hat einfach Allocate und Resize relativ früh dann in dem Kernel und in Anwendungsprogrammen und kann die eben benutzen. Insbesondere auch noch, bevor es überhaupt ein Dictionary gibt. Und deswegen kann man auch das Dictionary auf dem Allocate und Resize aufbauen. Und man definiert das nur einmal, nicht? Denn die Seedforce-Worte, die in Seedforce gibt es noch kein Dictionary und keine Speicherverwaltung, sondern nur einen riesengroßen Speicher. Und da kann man das machen. Gut. Definierende Worte gibt es dann jetzt in dem Seedforce auch. Das lässt sich eben auch gut machen durch Hin- und Herschalten, intelligentes Hin- und Herschalten von Kompilieren und Interpretieren. Kann man auch tatsächlich Defining Words machen. Genau. Und Compiling Words natürlich. Ne, man schaltet, wenn man gerade am Kompilieren ist, temporär in den Interpreter, macht das, was man ausführen möchte und dann schaltet man dahin zurück, wo man war, zum Beispiel in den Compiler und dann funktioniert das. Es hat Exceptions, dafür muss man manchmal an die Primitives ran und muss sagen, okay, wir brauchen nochmal ein Primitive, zum Beispiel Framepointer,
um auch Exceptions zu ermöglichen. Aber dann ist eben auch die Art und Weise, wie wir uns das vorstellen, eben möglichst wenig in den Kernel, in das Seed-Force-Bed hineintun und möglichst viel in Force oben drüber zu machen. Und deswegen gibt es Catch and Throw auch in High Level und es gibt Multitasking auch in High Level. Da werfen wir nachher noch einen Blick drauf. Es gibt Quotations auch in High Level. Und es ist kein System, was jetzt auf hohe Effizienz und hohe Ausführungsgeschwindigkeit getrimmt ist. Und ich hatte vermutet, dass eigentlich von früheren Experimenten, die ich gemacht habe, dass ein System, das man so wie das Seedforce jetzt auf eine kleine Basis, abstützen lässt, dass das ziemlich langsam sein sollte. Aber es ist es gar nicht. Also die Erfahrung ist, nein, so langsam, wie man das erwarten würde, ist es gar nicht. Das ist so, dass man gut damit arbeiten kann. Mag vielleicht auch daran liegen, dass so ein typischer PC-Prozessor heute eben 3 GHz hat und dann fällt auch so eine Ineffizienz nicht ins Gewicht. Genau, Dinge, die so anstehen und die nach dem Fundown-Approach gemacht werden, was wir meinen, was jetzt gerade interessant und spannend und wichtig ist und was uns am meisten Spaß macht, das wird als nächstes angeguckt. Aber eine Sache ist natürlich, den Kreis zu schließen und die Idee ist, den Tokenizer selber in Preforce auszudrücken, sodass oder in Preforce und Seedforce auszudrücken, sodass er eigenständig ist und man quasi ohne ein anderes Force-System, in dem der Tokenizer geschrieben ist, einfach starten kann und Seedforce erzeugt aus Source-Code auch tokenisierten Source-Code, den es dann selber nehmen kann. Ja, da sind wir noch dabei und es ist erstaunlich knifflig, das hinzubekommen, denn diese Target-Compiler-Schwierigkeiten, die hat man dann an der Stelle zumindest mental auch wieder. Im Moment gibt es nur Standard-Eingabe, Lesen und Ausgabe, Schreiben. Standard-Error habe ich zwischendurch mal gemacht. Also File- und Betriebssystem-Schnittstelle gibt es im Moment gar nicht. Das heißt, Source-Code wird einfach reingepiped und damit muss man dann erstmal zurechtkommen. Aber das, ja, im Prinzip ja gar keine Schwierigkeit. Man kann weitere Funktionen machen. Man kann auch ein For-and-Function-Interface sich überlegen. Aber das ist im Moment nicht unsere Zielrichtung. Und man kann auch den Weg gehen, dass man sagt, naja, jetzt bin ich auf einer bestimmten Plattform, jetzt möchte ich aber auch Code-Definitionen hinterher noch nachreichen und deswegen möchte ich vielleicht einen Force-Assembler für die Zielplattform einfach schreiben können. Aber gut, das ist im Prinzip ja Standard-Force-Programme, wie man da machen kann und dann ja, kann ich das tun. Weil ich C-Komma habe und Code und Daten in einem Bereich liegen, dann kann ich eben auch einen Assembler machen und mir neue Primitives auch in das laufende System dann definieren. Auch an das Bett gar nicht mehr. Objektorientierte Programmierung steht auch irgendwo an, aber ist ja, teilweise ist da auch was passiert. Gut, jetzt gucke ich einmal. Ah ja, da geht es noch ein bisschen weiter. Ah, genau, ja. Das war also das, genau, bleiben wir hier, ich blätter jetzt doof hin und her, aber dieses ist das Seedforce, was einfach durch Erweiterung entsteht. Und das hat eben auch schon Multitasking, Exceptions, Quotations und ähnliche Dinge, hat auch schon eben Compiling Words und Defining Words. Das ist aber noch nicht das interaktive System. Ne? Das ist quasi das, was ich zu dem Seedforce-Bed dazuladen kann, um das zu machen. Nächster Schritt ist eben tatsächlich eine Anwendung zu schreiben, die ein interaktives Force-System ist und das hat in Ermangelung eines schöneren Namens im Moment den Namen Seedforce Interactive bekommen. Das ist eben ein interaktives Force-System als Seedforce-Anwendung. Ja? Und da habe ich natürlich alles zur Verfügung, was Seedforce als Standalone-System für Anwendungsentwicklung hat. Das steht mir auch zur Verfügung, aber ich habe eben noch mehr. Und einen Tokenizer gibt es dort schon, der eben in Seedforce Interactive ausgedrückt ist. Das sieht sehr ähnlich aus wie das GeForce-Programm. Wenn man dann das Seedforce Interactive weit genug erweitert hat, dann sieht es eben aus wie ein Standardsystem. Und dann kann man sowas natürlich machen. In Seedforce Interactive gibt es ganz traditionelle Header mit Dictionary-Suche, aber eben als Seedforce Anwendungsprogramm definiert und damit ist es nochmal auf einer Ebene, wo ich sage, okay, ich begreife das einfach als Anwendung und ich kann das manipulieren und ändern und anpassen, wie ich das für richtig halte.
Genauso der Textinterpreter oder der Compiler für Source Code, textbasierten Source Code. Ne? Der ist im Moment Handler-basiert gemacht, aber da ist es einfach ein Stückchen Seed for Source Code, das man verwenden kann. Die Header in dem Dictionary, die benutzen jetzt die dynamische Speicherverwaltung. Das heißt, ich habe sowas wie Headerless Words in einem interaktiven System zur Verfügung. Ähnlich wie das Volksforce ursprünglich mal gemacht hat. Und deswegen wollte ich das natürlich auch haben. Ich kann einfach auch in dem interaktiven System einen Balken von der Definition machen. Dann ist es eine temporäre Definition, und weil die Header eben in der dynamischen Speicherverwaltung reserviert sind, dann kann ich die auch selektiv löschen. Und das heißt, alle als Headerless markierten Worte, deren Header kann ich dann einfach irgendwann entfernen. So, das ist nett. Ja, und dann sind wir losgegangen, haben eben geguckt, welche Dinge können wir da alle noch, auch noch machen. Vokabulare, wenn wir Header haben, dann wollen wir natürlich auch Vokabulare oder Wordlists haben. Und Multitasking und Ähnliches. Ne? Genau. Ja. Experimente stehen da an. So, und dann haben wir eben, habe ich mit Seedforce Experimente gemacht, alle möglichen Konzepte gemacht, lokale Variablen, weil Andrew danach gefragt hat und geguckt, was braucht man im Seedforce Beta eigentlich an weiteren Sprösslingen, damit das funktioniert. Als Experiment in einem Branch, im Repository verfügbar. Und dann Unicode-Namen natürlich angeguckt und insbesondere auch den interaktiven Prompt mit Emojis ausgestattet. Und am Anfang habe ich gedacht, naja, lustiges Gimmick, man kann auch mit Emit und Ausgeben von Sequenzen von Emit, da kann man auch Emojis ausgeben. Ist ja lustig und auch Farben machen, auch ganz lustig, aber ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht mehr vermissen. Also Force-Programmieren macht nochmal viel mehr Spaß, wenn der Interpreter einem auch immer anlacht, wenn man was gut gemacht hat und wenn er etwas skeptisch guckt, wenn man einen Fehler gemacht hat. Also ja, also das gefällt mir ziemlich, ziemlich gut, wenn wir heute Abend in dem Workshop auch sehen können. Ja, und dann habe ich alte vierte Dimension durchgeblättert, habe was von Klaus Zubawa gefunden, wo er Zustandsmaschinen in Force implementiert hat, in der grafischen Notation. Das habe ich mir angesehen und geguckt, wie kann man das übertragen. Wenn man schon Unicode-Namen hat, dann kann man ja auch Rahmen machen und dann kann man da ja nette Dinge machen. Albert van der Horst predigt in Complank Force ja, dass sein Präfixkonzept für Wörterbuchsuche ein ganz hervorragendes ist. Und das wollte ich einfach aus erster Hand, nämlich meiner, mal erfahren, ob das wirklich so ist. Natürlich kann man CI-Force runterladen und das ausprobieren, aber ich wollte eben auch den Implementierungsaufwand tatsächlich sehen. Und das heißt, es wird nicht mehr nur auf exakte Suche im Wörterbuch geguckt, sondern es wird eben geguckt, ist der Wörterbucheintrag ein Präfix von dem aktuellen Token, das man anguckt. Und dann könnte man zum Beispiel Dollar als Präfix machen und findet dann Dollar 1.0 zum Beispiel als Wort und dann kann das Dollarwort den Eingabestrom inspizieren und dann entsprechend die Zahlenkonvertierung aus Hex machen. Ein Konzept, was man mit Recognizern auch machen kann, aber ja, hier jetzt eben Präfix-Aufwand ist nicht besonders groß und auch das gibt es in irgendeinem der Branches in dem Preforce, Seedforce Repository. Manfred Marlow hat ja über sein Konzept Vox Item Stickies auf der Tagung erzählt und über viele Jahre Prelude gepredigt. Und Vox Item Sticky ist ein Nachfolger davon. Und auch in der neuesten vierten Dimension, die man übrigens von der Force e.V. Webseite runterladen kann und die man als Mitglied auch in Papierform zugeschickt bekommt, dort berichtet er nochmal über den aktuellen Stand. Ja, wie das eigentlich ist. Unter dem Titel Namespaces Context Switching for MECRISP Stellaris hat Manfred eben sein Konzept in das MECRISP für die ARM-Prozessoren eingebaut und eben gezeigt, dass das sehr sinnvoll ist,
Und ich wollte eigentlich das Konzept verstehen und habe deswegen den Artikel von Manfred genommen, genau Wort für Wort und vorwärts und rückwärts gelesen, um zu verstehen, auseinandergenommen und nachgedacht und dann wieder zusammengesetzt und habe also das Box-Item Sticky ja auch experimentell in dem Seedforce Interactive dann einfach einmal realisiert. Colorforce-artige Auszeichnung mit Farben. Colorforce fasziniert mich auch und deswegen habe ich da in der Richtung eben auch experimentiert. Da werfen wir gleich nochmal einen Blick drauf. Andrew hat mehr in Richtung reguläre Ausdrücke geguckt und den Einsatz von den String-Deskriptoren, die wir auf der Euroforce auch vorgestellt haben, und hat da in der Richtung eben auch geguckt, wie das Ganze ist. Und oh, dann sehe ich ja tatsächlich Dinge, Konstantenfaltung zum Beispiel, die Matthias Koch ja auch in dem Megrisp hat, habe ich in High-Level-Force geschrieben, wunderbar, und habe den Segen von Matthias, das ist genau das, was er in Assembler im Megrisp auch gemacht hat. Das heißt also, man kann jetzt tatsächlich auch dieses Konzept nochmal im Force sehen und verstehen, was da eigentlich passiert, und es ist erstaunlich einfach, wenn man die richtigen Wortfaktoren findet, dann kann man das wirklich exzellent auch verstehen. Statt einen Assembler zu machen, könnte man auch MachineForce wieder einsetzen und auf diese Weise Maschinencode zum Beispiel erzeugen. Das ist ein Experiment, was läuft. Und auch die Vervollständigung von SeedForce Interactive zu einem Standardsystem, die steht irgendwie an. Natürlich gehe ich schon immer den Weg, dass ich sage, wenn ich einen Wortnamen und ein Verhalten wähle, dann hat das typischerweise Standardverhalten. Und ich mache nichts, was dem entsprechend widerspricht, außer ich habe gute Gründe dafür. Aber unvollständig ist SeedForce natürlich. So, ne? Also viele Dinge habe ich dann einfach nicht gemacht und lange Bahnfahrten irgendwann mal genutzt, die ganze Arithmetik nachzuziehen, die für unsere Erkenntnisse jetzt nicht so spannend waren, aber man natürlich ein Standardsystem auch haben will. Gut, Multitasking in High Level und das ist also eins der Experimente. Also den Multitasker hat ungefähr 60 Zeilen, den man da macht. Hier jetzt ein User Pointer als Variable definiert. Wenn man das schnell haben will, kann man natürlich auch gucken, ob die Plattform ein Register hergibt. Dann definiert man sich eben Zugriff auf dieses Register, den User Pointer. Und dann definiert man sich eben User-Variablen und eine Task-Area, wo man in klassischer Weise natürlich Bits zusammenpacken kann und sagt, okay, hier dieses Bit sagt, gib mir den Task-State an oder hier muss ein Jump-Op-Code stehen, damit die Task ready ist oder nicht. Im Sinne einer einfachen Art, das zu verstehen, habe ich hier gesagt, okay, wir sparen hier nicht an Task-Area, sondern wir machen die User-Variablen mal alle getrennt und das kombinieren. Das kann man hinterher in Optimierungsschritt machen. Das heißt, es gibt einen Task-State, die Tasks sind alle miteinander verlinkt. Wenn eine Task einen Fehler gemacht hat, dann schreibt sie ihren Fehlercode, bevor sie sich beendet, in Error-Number hinein. Und dann gibt es drei Bereiche in der User-Area, wo der Stackpointer, der Return-Stackpointer und der Frame-Pointer abgelegt werden, wenn die Task gerade nicht aktiv ist. Ne? Ist sie aktiv, dann stehen die natürlich in den entsprechenden Prozessorregistern. Ja, und dann haben wir Pause unten, was ja das Kern eines kooperativen Multitaskers ist. Und das kann man dann eben einfach mal so machen. Man nimmt die Stacks aus, die Stackpointer und den Frame-Pointer und schreibt sie in die Task-Area hinein. Dann holt man sich die nächste Task aus der User Area, die ein Task State hat, der nicht null ist. Und dann ist man da und dann holt man aus dieser Task die entsprechenden Pointer heraus und schreibt sie in die entsprechenden Register und fertig ist die Laube. Und mit dem Exit hat man dann den Taskwechsel gemacht und springt in die neue Task hinein. Funktioniert tatsächlich und den Multitask in Aktion gibt es auch heute Abend in dem Workshop, den wir haben. Da kann man dann sehen, was da eigentlich passiert. Ja, und ich finde das toll. Ich habe auch für den RTX 2000 irgendwo vor langer Zeit mal den Multitasker gemacht und ich bin sehr zufrieden mit dem, was das SeedForce einem dann da so hergibt, wenn man das dann mal einfach so versucht. So, ist nur ein kooperativer Multitasker und wir haben ja laufende Diskussionen in der
Standardisierungsgremium von FOSS 2000X, wie denn auch Standardisierung vom Multitasker aussieht. Der macht nicht nur kooperative Multitasking, sondern auch präemptives Multitasking. Die Diskussion läuft und ich bin gespannt, was dann irgendwann mal rauskommt und werde sicherlich auch den entsprechenden Standardvorschlägen hinterher programmieren, gucken, was dann Referenzimplementierungen sein werden. Okay, dann ColorForce. Kennen wir vielleicht alle und ich habe mit ColorForce rumexperimentiert und dann irgendwann bin ich nämlich drauf gekommen, dass der Emacs einen Mode hat, der heißt Enriched. Und in Enriched, da habe ich die Möglichkeit, Farben von einzelnen Zeichen und der Hintergrund und auch das Aussehen von Zeichen selber zu bestimmen. Anders in dem Font-Locked-Mode, den die meisten Leute benutzen, der für Syntax-Coloring in Emacs verwendet wird, wo ein Programm im Hintergrund guckt und die Attribute der Zeichen in den Emacs-Edit-Buffern eben anhand von Regeln setzt, habe ich im Enriched-Mode die Möglichkeit, das alles per Hand zu machen. Und dann kann ich damit also ColorForce-Programme schreiben, die erstmal nur farbig und bunt sind. So, ne? Und in ColorForce, was ja eine späte Entwicklung von Charles Moore ist, das er auch nach wie vor benutzt, da ist es eben so, dass man rote Worte hat, rote Namen hat, die im Source Code auftauchen und das sind die Definitionen, wo Worte definiert werden. Und dann habe ich weiße, hier in dem Fall jetzt weiße Worte, die sind Kommentare und ich habe grüne Worte, die werden kompiliert und ich habe gelbe Worte, die werden ausgeführt. Ah, das ICE-Konzept, Interpret, Compile, Execute, haben wir hier auch wieder. Ne? Und unten habe ich noch blaue, was ist das, Cyan, farbige, das sind bei mir literale Strings, so, ne, die da irgendwo hingetan werden. Gut, und das kann man in Emacs tippen und machen und wenn man das abspeichert, dann gibt es ein XML-Markup, was so eine Art XML-Markup, was beschreibt, was da eigentlich passiert ist und beim Einlesen kann der Emacs auch wieder dieses Markup lesen und erzeugt dann wieder diese farbige Darstellung. Und wenn man jetzt ein anderes Programm nimmt und diese Markup nimmt und verändert und anders interpretiert, dann kann man auch natürlich Schwarz-Weiß-Darstellungen davon machen, wo man dann sagt, Rot ist kursiv und Weiß wird eben in heller dargestellt, in hellgrau und die gelben, die werden eben als Boldface-Dinge gemacht und die Strings werden unterstrichen. So, andere Darstellungen und dann sieht das anders aus. Grundsätzlich das Gleiche. Klammern wären ja jetzt auch ganz nett. Klammern? Die Kommentare. Nee, braucht man nicht mehr. Das Wort Klammer braucht man nicht mehr, weil der Kommentar ist einfach ein Kommentar. Jetzt, er ist einfach in hellgrau hier jetzt und wird einfach ignoriert. So, jetzt wollte ich natürlich so ein ColorForce-Programm auch ausführen. Und dann habe ich mir überlegt, da kann ich doch auch den Source-Code nehmen, den der Emacs da produziert, also sowas in Farbe, und kann den nehmen, was ja dann so ein XML-Markup ist, und kann das doch auch so massieren, dass das in Force auftaucht. Und dann sieht das eben zum Beispiel so aus. Ne? Also ich habe Red geschweifte Klammer auf, wenn Rot losgeht und End Color geschweifte Klammer zu Color, wenn diese Color wieder aufhört. Und da gehören in Emacs jetzt da natürlich irgendwelche komischen Tags dahinter, aber ich habe ein Programm geschrieben, das einfach diese Tags nimmt und mir dies hier schreibt. Und das ist ja spannend, weil dann weiß ich ja, ich könnte Red geschweifte Klammer auf, könnte ja zum Beispiel einfach Colon machen, so, um eine Definition zu beginnen. Und White könnte einfach das machen, was die Klammer macht, und zwar so lange bis, also als Kommentar Dinge überspringen, so lange bis geschweifte Klammer zu Color kommt. Und ähnliches. Ne? Green kann entsprechend dafür sorgen, dass Worte kompiliert werden und Yellow, dass sie ausgeführt werden, das ICE-Konzept. Ja? Und hier jetzt explizit da, aber damit muss ich ja eigentlich nicht machen. Achso, das Programm übrigens, das rechnet Primzahlen aus, aber das ist gar nicht so wichtig. Ja, und wenn ich das mache,
ne, dann habe ich eben im Prinzip etwas, jetzt definiert man in zum Beispiel in SeedForce Interactive, aber auch in GeForce, red geschweifte Klammer auf und green geschweifte Klammer auf und yellow geschweifte Klammer auf und geschweifte Klammer zu Color. Und da unten gibt es noch green. Ah, nee, die Cyan-Dinge habe ich weggelassen. Scheint's, genau. Aber Cyan, geschweifte Klammer auf, genauso. Und dann kann man diesen resultierenden Source Code, den kann man dann einfach in Standard-Force-System laden und ausführen. Also, das heißt also, jeder kann im Prinzip Color-Force machen mit, einer Handvoll Definitionen, wo einfach gesagt wird, was bedeutet Rot, was bedeutet Grün, was bedeutet Gelb, was bedeutet Cyan. Ein kleines Programm, das Color-Force aus Emacs umformt und dann so aufbereitet, dass ein Standard-Force-System das laden kann. In dem Color-Force-System ist das mit nochmal 10 weiteren Features extrem verwoben. Also da gibt es eine Shannon-Fano-Codierung der Header und es gibt eine Tastatur, die nicht standardmäßig ist, einen Charaktersatz, der nicht ASCII ist und lauter Dinge, die anders sind, als wir das normalerweise kennen, macht das schwierig zu verstehen. Also insofern passt das jetzt auch dieses Colorforce-Experiment, auch wenn es kein vielleicht primäres Seedforce-Experiment ist, hier ganz gut rein, weil es eben genau das Colorforce-System nimmt, auseinandernimmt und einen Aspekt anguckt und jetzt mal schaut, was heißt das eigentlich. Ja, gut. Und die Reise geht weiter, aber ich werde jetzt einfach mal zu meiner Zusammenfassung kommen. Wir haben ein bisschen über Preforce gesehen, dass das total abgespecktes System ist, was nicht mal Speicher- und Kontrollstrukturen hat, aber das ist eben Bootstrap-fähig und kann sich selber generieren. Und es ist so einfach, dass man es wirklich verstehen kann, wenn man da reinguckt, dann sieht man einfach, was da passiert. SeedForce selber ist jetzt das Force-System, was wir eigentlich primär weiter angucken. Und die Idee, es ist eben, das SeedForce-Bait ist mit Preforce gemacht, aber eine weitere Einsatz von Preforce gibt es im Moment gar nicht. Für das Portieren ist das natürlich einfach, wenn man SeedForce auf irgendeine andere Plattform portieren will, dann wird man das Preforce-Programm einfach anpassen und das entsprechend machen. Dann kommen wir auch auf diese schnellen Turnaround-Zeiten. SeedForce akzeptiert bytokenisierten Source-Code, wo eben Funktionsnamen im Wesentlichen durch Nummern ersetzt sind. Und am Anfang sind eben Wortnamen eben nur diese Zahlenindizes. Und das Header-Array von SeedForce wird verwendet, die Anfangsadressen zu finden, um die richtigen Sprünge zu kompilieren. Man kann das SeedForce füttern und pflegen, gießen und wachsen lassen. Und dann kriegt man ein vollständiges interaktives Force-System, was sich SeedForce Interactive nennt. Und auch das ist einfach zu verstehen, weil einfach alles ist. Also vom SeedForce Interactive ist einfach mal alles in Force geschrieben. Weil ich habe nur Colon-Definitionen und kann da gar nichts anderes machen. Ja, das ist also ganz schön. Und das bietet mir eben dann die Möglichkeit, Experimente zu machen, eben mit dem Interaktiven zu arbeiten, eben alles in Force zu formulieren und zu gucken, wie das ist. Und das ist eine Entscheidung, die wirklich super ist, keine andere Notation zu verwenden als Force. Das funktioniert gut. Multitasker, die Konstantenverhaltung habe ich euch jetzt nicht gezeigt, aber da wird es demnächst einen Artikel in der vierten Dimension zu geben. Die Vox von Manfred Marlow, Color Force und weitere Dinge, die ich hier jetzt gar nicht weiter erwähnt habe. Und was ich gerne machen möchte, ist tatsächlich ein Buch über diese neue Synthese zu schreiben, einfach die Dinge, die Erkenntnisse, die da entstehen, einfach zusammenzufassen und eben auch nachvollziehbar zusammenzuschreiben. Im Moment muss man sich das eben aus vielen einzelnen Vorträgen zusammensammeln und das soll gerne so zusammengestellt werden. Gut, Jeff Fox hat mal gesagt, Force ist Stack Words, Blocks, Start Here. Also die drei, Stack, Words und Blocks. Und damit sollen wir anfangen und gucken, wie das alles funktioniert. Und das ist auch ein Motto, das leitet uns dann tatsächlich alles. Gut, ich bin am Ende meines Vortrags angekommen. Danke für die Aufmerksamkeit und bin gespannt für Fragen.
Vielen Dank, Uli. Super spannend. Ich freue mich auf den Workshop heute Abend. So, jetzt muss ich mal gucken. Gerald, hat es eine Frage? Ich habe sogar drei, wenn es recht ist. Die erste Frage wäre, Moment, ich gebe dann noch für den Stream den Gallery View noch frei. So, meine erste Frage ist, wie kann man dann die Farben eingeben beim Emacs? Muss ich da die Farbe ändern? Also ich dachte vorher, du schreibst Doppelpunkt und dann wird automatisch die Farbe geändert. Das war scheinbar falsch. Du wechselst die Farbe beim Eingeben, oder? Ja, also du schreibst wirklich nur diesen Text und dann markierst du den Text und sagst, dieser Text soll jetzt rot sein. Okay. Dann gehst du zum nächsten Wort und sagst, dieser Text soll jetzt grün sein. In einem Colorforce-System ist das so, dass man quasi in den Editor-Modus wechselt und dann schreibt man nur noch grüne Worte und dann wechselt man in einen anderen Modus, dann schreibt man gelbe Worte und dann, ja, und dann kommt wieder ein anderer Modus, dann schreibt man rote Worte. Und in Emacs ohne weitere Keybindings ist das eben so, dass man das Ding markieren muss. Man muss sagen, okay, das ist die Property von diesem Textbereich. So, okay. Das, was wir da gesehen haben, dieses Programm, das schreibt man nicht bequem einfach nur mal runter, so, sondern das ist dann vielleicht so eine halbe Stunde Arbeit. Ja, kann ja auch Spaß machen. Aber das liegt im Wesentlichen daran, dass da gar keine Tool-Unterstützung da ist. Gut, die kann man ja noch machen, aber ich finde das ganz spannend auf jeden Fall. Und der Tokenizer war, glaube ich, auf der Euroforce noch nicht in SeedForce geschrieben. Jetzt ist er schon in SeedForce geschrieben, auch oder noch nicht? Ja, es gibt in SeedForce selber ist, weil es da kein Dictionary gibt, ist das eine relativ komplizierte Angelegenheit. Da muss eben genau so etwas wie, er nimmt ja Worte aus dem Source, aus dem textbasierten Source Code. Und muss die ja umwandeln in die entsprechenden Funktionsnummern. Und das heißt, er braucht sowas wie ein Dictionary. Aber ein Dictionary gibt es in dem SeedForce selber jetzt noch nicht. Ja, und das definiert man sicher erst. Und das muss man erstmal definieren. Und da einfach unterschiedliche Ideen. Wir wollen einfach da an der Stelle nicht einfach ein herkömmliches Force-Dictionary nehmen, weil dann fängt man eben auch an, eigentlich sowas wie einen Target-Compiler zu machen. Deswegen haben wir mit anderen Sachen implementiert, also die Namen zu hashen und dann in eine Hash-Tabelle zu gehen, zum Beispiel, ähnliches. Das SeedForce Interactive, das ist ja ein klassisches Force-System mit klassischem Force-Dictionary und entsprechend interaktiver Möglichkeit am Ende. Da habe ich ja diese Abbildung, da kann ich eben genau das Dictionary benutzen, um diese Abbildung von Namen auf die Funktionsnummer zu machen. Und in dem SeedForce Interactive, da gibt es den Tokenizer. Aber in dem klassischen, in dem kleinen SeedForce sozusagen, das nicht interaktiv ist, was noch gar kein Dictionary hat, da gibt es das noch nicht. Das ist ja der exakte Stand. Okay. Und eine Frage aus dem Chat gibt es dann auch noch gleich. In welcher Sprache habt ihr Pre- oder SeedForce implementiert? Immer alles in Assembler? Nein. Also fast nur in Force. Und das ist, Preforce selber ist auch in Force programmiert, in Preforce selber programmiert, kann sich also bootstrappen. Und Preforce-Definitionen sind im Prinzip so, dass es eigentlich zwei Arten von Abschnitten gibt, nämlich sogenannte Pre-Abschnitte. Und in Pre, zwischen Pre und End-Pre, schreibe ich Dinge für die Zielsprache, die ich gerne erzeugen möchte, hinein, so wie sie später entstehen sollen, direkt. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, gibt sogar noch Code-Definitionen. Und eine Code-Definition macht irgendetwas in der Zielsprache, was notwendig ist, um ein Primitive zu definieren. Das kann irgendwie so einen Codefeld an und dann verweist das Codefeld auf die nächste Assembler-Instruktion und dann geht Assembler los, so ein Entry-Code. Und Endcode macht einen Exit-Code für Primitives. Und dazwischen schreibe ich dann das, was meine Zielsprache sein soll. Wenn die Zielsprache Assembler ist, dann schreibe ich da Assembler dazwischen. Und dann sieht das aus wie Code, Dub und dann die entsprechenden Assembler-Befehle, die ich machen muss, um Dub zu realisieren, Endcode. Aber das macht eben Entry- und Exit-Code und die entsprechende Informationen, die da notwendig sind. Und dann gibt es Colon-Definitionen. Und wenn ich Colon-Definitionen in Preforce mache,
dann wird eben auch eine entsprechende Startcode erzeugt und dann werden eben Force-Worte genommen, die entsprechend dann in Threaded Code oder was auch immer man sich entschieden hat für Code man zu machen, dann entsprechend kompiliert. So dass ich also in Preforce die Möglichkeit habe, sowas wie einen Vorspann zu machen oder so Boilerplate-Code, dadurch, dass ich Pre mache. Ich kann Primitives definieren und ich kann Colon-Definition definieren. So, ne? Danke. Mit dem Modell, dass ich keinen Speicher habe und ähnliches. Vielleicht reicht das so. Wir sehen gerne im Workshop heute Nachmittag oder heute Abend dann auch zum 20 Uhr vor mehr starten. Genau. Tatsächlich wird eben im Moment zwischendurch mal Assembler erzeugt und der wird dann assembliert, damit wir uns nicht mit den Intel-Opcodes auseinandersetzen müssen, sondern auf der Assembler-Sprache bleiben können. Aber es ist eben ein Preforce. Und die Preforce selber hat Primitives eben 13 oder so, die man da machen kann. Also 13 Mini-Assembler-Worte und das Seedforce hat eben ein paar mehr. Ich glaube, es sind 30 oder so. Die Assembler-Worte sind der Rest, ist schon Force und das muss man ja nicht ändern, wenn man portiert. Der Anton hat noch eine Frage. Ja, ja. Und zwar, du hast da ja jetzt jede Menge Erweiterungen von dem Seedforce. Meine Erfahrung ist, ja, eine Erweiterung ist, geht relativ leicht zu irgendeinem Forth-System oder sonstigen System dazu bauen. Und vielleicht geht eine andere auch noch gut, aber irgendwann funktionieren die dann nicht mehr zusammen. Ist dabei Seedforth irgendwas besser oder ist das dasselbe Problem? Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ist wohl dasselbe Problem. Ne? Und weil man fängt eben an, tatsächliche Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Erweiterungen zu haben. Und da muss man dann gut nachdenken. Ja, würde ich erst mal sagen. Also wir sind tatsächlich in Seedforce, glaube ich, noch immer in dieser Dissektionsphase. Das heißt, wir nehmen Dinge auseinander und gucken uns die einzeln an. Und diese Aggregationsphase, die aber eigentlich kommt, die gibt es noch nicht oder die gibt es eben nur teilweise. Und auch meine Experimente sind eigentlich immer so, dass ich den Kern genommen habe und dann zu dem Kern ein Feature gemacht habe oder habe ich geguckt, oh, ist nett, okay, und dann habe ich das abgehakt und bin aber zu dem Kern wieder zurückgegangen. Also die Problematik, die du schilderst, die werden wir sicherlich noch erleben und gucken, was dann dabei rauskommt. Also danke, dass du uns schon mal warnst, dass das kritisch wird. Mhm. Dann noch eine Frage von Martin. Ja, für mich sieht das so aus, als könnte das eine gute Grundlage für Nabelschnur-Force sein? Habt ihr in der Richtung schon mal nachgedacht? Ja, nachgedacht schon, ganz klar. Denn du könntest jetzt ja das Seed-Force-Bed nur auf den Target tun. Und wenn das ein kleiner Prozessor, ein 16-Bit-Prozessor ist, ist es natürlich auch deutlich kleiner noch als das, was wir da jetzt mit dem Intel 32-Bit haben. Also vermute mal, man kommt vielleicht so auf knapp ein Kilobyte, vielleicht noch weniger. Käme mal auf den Versuch an. Und dieses Force-System kannst du ja dann schon mit tokenisiertem Source-Code füllen. So, ne? Also das funktioniert. Und mit den Experimenten, die Andrew gerade gemacht hat, also nicht den gesamten Tokenizer, das gesamte textbasierten Source-Code zu nehmen, um zu tokenisieren, sondern zeilenweise, hat man sogar dann eine interaktive Möglichkeit auf eine neue Art und Weise gemacht. Genau. Das klassische Umbilical Force, was Adressen entgegennimmt und dann dahin springt, so dieses Three-Instruction-Force, das kann man natürlich in Seedforce auch einfach programmieren als Anwendungsprogramm. Also im Moment gibt es da natürlich diesen Token-basierten Interpreter und Compiler, aber die müssen ja nicht so sein. Man könnte auch eine Adresse hinschicken und da gleich hinspringen, dann spart man sich auch noch die Funktionstabelle im Target. Also, ne? Aber dann ist man auch schnell bei der Komplexität eines Umbilical Force und man muss dann alles auf dem Host erledigen. Ja, möglich. Und muss dann eben gucken, ob man diese Komplexität haben will oder nicht. Ja. Ja. Danke. Also mit der Komplexität auf dem Host
Das ist, so viel ist es gar nicht, wenn du die Namen dort eben direkt in Adressen übersetzt statt in Tokens. Letztlich war es der ASI-Tabelle Name zu Token und wenn du es dann definierst, dann trägst du halt da statt den Token die Adresse ein. Für die Primitives hast du halt, brauchst du natürlich irgendwie vordefinieren. Ja, ja. Was man sicherlich braucht, ist eine Rückkommunikation, dass das Target erzählt, wenn man, wo man denn eigentlich ist, nachdem man dann so eine Definition gemacht hat, damit man weiß, ja, so welches ungefähr ist die Adresse für das nächste Wort. Ne? Genau, so ungefähr. So was braucht man, aber das ist ja nicht viel. Ja, das ist einfach, das stimmt. Und ich mir überlege, wie ich den B16, das B16-System gemacht habe. Das hat ja seine Primitives als Instructions und hat im Wesentlichen auch so ein Umbilical-System als Master, der einfach kompilieren kann und die Bytes runterschicken kann auf das Target. Und das war sehr wenig. Also im Vergleich zu allen anderen Cross-Compilern, die ich jemals geschrieben habe, ist das mit Abstand ein ganzes Ding geworden. Ja, okay. Ja, danke für den Hinweis. Also ja, steht auch auf der Agenda. Ich hatte ja vor einem Jahr auch diese unterschiedlichen Splits gezeigt, wie man unterschiedliche Aufgaben zwischen Host und Target aufteilen kann. Und dieses Umbilical ist auf alle Fälle auch eins, was interessant ist, was wir verfolgen haben. Genau, weil beim B16 strebe ich normalerweise an, dass das ganze Programm im Target um die 2 Kilobyte groß ist. Also so Triebwerkssteuerung oder so. Bis jetzt hat das alles so ein bisschen mehr als 2 Kilobyte reingepasst. Also nicht eben, wie du sagst, das sieht fast so das Bett schon 2 Kilobyte, nein, alles. Ja, klar. Ja, 2 Kilobyte ist ja jetzt, das ist jetzt ja auf 32-Bit-System. Genau, 32-Bit-System. Genau, und nicht mehr haben. Und nicht ein kompakter Binärcode, wo du 3 Force-Primitives in ein 16-Bit-Wort hast. Also da kannst du natürlich dann, wenn das sind 2 Kilobyte, vielleicht 8 Kilobyte. Das ist das Ganze. Ja. Genau. Okay. Ja, super, vielen Dank. Ich freue mich auf heute Abend, wenn wir das Preforce und Seedforce dann mal auch live im Workshop ausprobieren können. Ja, gerne.